Eine Frage an euch. Kann es sein, dass die Dinosaurier mit Adam und Eva zusammen übernachtet haben? Wenn man es geschichtlich nimmt, nicht, nein. Nicht? Okay. Björn, du weißt am meisten. Waren die Dinosaurier vor diesen Adam und Eva oder gab es einen von beiden gar nicht? Ich würde sagen vor. Ja. Ja? Und glaubt ihr, dass es Adam und Eva überhaupt gab? Bin ich mir nicht sicher. Ich auch nicht. Es gibt zwei Theorien und ich weiß nicht, welcher ich glauben soll. Also. Und nach der einen Theorie ist, glaube ich, Adam und Eva ganz am Anfang. Und nach der anderen sind es von den Affen. Ja. Und glaubt ihr, dass das Affen gar nicht stimmt? Ich glaube schon. Ja? Sieht noch so aus. Es gibt ja die Theorie, dass nach den Dinos da so kleine Säugetierarten, Rattenarten, ja, ähnliche Tierchen überlebt haben, so Säugetiere, die ersten Säugetiere, und wir uns dann so nach und nach entwickelt haben. Ja, so schon. Und dann so Affen, 97, eine Frage. Wer ist der nächste Verwandte vom Schimpansen? Der Gorilla oder der Mensch? Mensch. Mensch. Ja, wenn ich schon so frage. Okay. Keine Ahnung. Ja. Okay, vielen Dank. Kein Problem. Wollt ihr das selber anhören? Auf der Webseite? Ich mag meine Stimme nicht. Ines Reutlingen. Schaut an Rundstiftung Ines Reutlingen. Da kannst du die Information. Glaubt ihr, dass Adam und Eva zusammen mit dem Dinosaurier gelebt haben? Wer hat zusammen gelebt? Adam und Eva! Mit dem Dinosaurier? Ja, ich meine. Heißt es nicht so im Begriff? Natürlich haben die zusammengelebt. Ah ja, okay. Und morgen kommt der Weihnachtsmann. Okay, gut, also ich glaube es auch. Ja, ja, aber nach der Geschichte ist es doch so, dass Adam und Eva war zuerst da und dann kamen die Dinosaurier. Stimmt. Sag nicht so, ich bin nicht so ganz gläubig. Alle außer auch nicht so gläubig. Ich bin nicht gläubig. Achso, das ist auch schwierig. Okay, ich habe noch eine Quizfrage für euch. Wer ist der nächste Verwandte vom Schimpansen? Der Gorilla oder der Mensch? Mensch. Mensch, yes. Ja. Vielen Dank für das Interview. Wenn ihr es anhören wollt, das ist unter Reutlingen, also Giordano Bruno Stiftung Reutlingen. Kann der Interview sein. Die Dinos oder Adam und Eva? Das ist eine Frage der. Ja, okay, also meiner Meinung nach. Ja? Das ist erstmal eine gute Frage und. Mhm. Ja. Die Dinos. Die Dinos, ja. Also, oder der aus Tyrannosaurus Rex zusammen mit Menschen kann ich mir auch schwer vorstellen. Ja. Naja, also oder? Ich weiß nicht, so Neandertaler oder was dann davor, danach so kam. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwo. Vielleicht erst Adam und Eva und dann die Dinos, die haben sich dann versteckt. Die Dinos? Nein, die Menschen. Ja. Oder? Na, aber wenn, dann haben sich die Menschen versteckt, aber also darüber streitet man sich ja. Also naja, schwierig, gut, da eine also gute Antwort zu geben. Gut, eigentlich streiten muss ich nicht darüber. Nicht? Also es in kommt der Wissenschaft nicht. Wissenschaftlich nicht, ja. Allgemein, ja. Normal. Darf ich noch was fragen? Ja. Was ist der nächste, also nach genetisch sozusagen, nächste Verwandte von dem Schimpansen? Ich stelle jetzt zur Auswahl den Gorilla oder den Menschen? Ich denke, der Mensch. Ja, so ist es. Also, ja. Das ist 97, weiß ich gar nicht, 99,7. Und der Gorilla? Weiß ich, aber ich kann es dir kurz raussuchen. Findest du, dass die, also diese Bonobos, also so, Primaten, dass die ähnlich sind, also dass man sehr gut sieht, dass die vielleicht ähnlich sind zum Menschen? Die jetzt? Ja, also das sind jetzt Menschen. Ja. Die sind die Pitahor, in so einem Fischervolk, die nichts an Übernatürliches glauben. Okay. Und das sind ja ganz normal, also das sind so Bonobos hier, also das ist ein Schimpanse, das sind Bonobos. Und welche beiden soll ich jetzt vergleichen? Ja, so die Bonobos mit den Menschen. Die Menschen und die anderen. Also man sieht es eigentlich nicht. Also wenn man jetzt so grob drauf guckt, aber nicht so groß bestimmt. Durch die Behaarung, ja, wahrscheinlich. Meine Mitwirkung. Okay, vielen Dank. Ja, gerne geschehen. Also vielleicht, falls du das anhören willst, Interviews, kannst du hier ja, kommen. Ja, gerne. Okay, vielen Dank. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Ja, danke schön. Darf ich Ihnen eine Frage zum Dinosaurier stellen? Danke schön. Mit Giordano Bruno Stiftung.
And I want to ask you a simple question. Okay. Do you think that the dinosaurs was before the humans, or Adam and Eva was before dinosaurs? Sorry, what is before dinosaurs? Do you think that Adam and Eva lived before dinosaurs? You mean human being? Yeah. I think dinosaurs is first, then we... First, okay. So it's simple. Are you religious? No. No, okay. No. Thank you. Yeah, we wanna... Ganz kurze Frage stellen. Also erstmal Leo hallo sagen. Waren die Dinosaurier vor den Menschen oder die Menschen? Exakt. Die Dinosaurier waren vor den Menschen. Ja. Und Adam und Eva dann auch später. Ja. Und zuverlässige Sau. Also dann ist es dann, was in der Bibel steht, falsch. Genau. Ist halt gut. Und dann ist meine Quizfrage. Wer ist näher verwandt zum Schimpansen? Der Mensch oder der Gorilla? Ja. Männer. Hier. Ja, also die Frauen auch. Das war richtig. Vielen Dank. Oder mehrere Götter gibt oder einen? Ich glaube an gar keinen Gott. Gar keinen. Es gibt keinen Gott. Aha. So, ja. Weil, wenn es einen Gott geben würde, würden nicht immer die Leute sterben, wo einer am wichtigsten ist. Aber es könnte einen bösen Gott geben. Was ist denn so, dass ich Satan. An den glaube ich. Nein. Also an Gott glaube ich auch nicht an Gott. Gar nicht. Ich denke nur an den da unten Teufel. Also könnte vielleicht mehrere geben und die können sich nicht einigen. Und, oder ein sadistisch. Eigentlich kann man sagen, ich glaube, man das, was ich sehe. Ja, okay. Also vielen Dank. Also vielen Dank fürs Interview. Fragen. Ja. Wer war vorher da, die Dinos oder wir Menschen? Die Dinos. Und was war dann mit Adam und Eva? Gab es das überhaupt mit Adam und Eva? Waren die vor den Dinos oder nach den Dinos? Weiß nicht. Von... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bist du irgendwie religiös? Ein oder mehr Götter oder so? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was glaubst du, wer ist näher verwandt mit dem Schimpansen? Der Gorilla oder der Mensch? Die Menschen. Stimmt. Was hast du schon gewusst? Geraten. Geraten, sehr gut. 100 Punkte.